Mechanische Schaltwerke funktionieren alle ungefähr nach dem gleichen Prinzip. Wie ihr die Einstellung vornehmt, zeige ich euch jetzt am Beispiel von diesem Shimano-Schaltwerk. Zum Einstellen des Schaltwerks haben wir vier Schrauben, eine zum Feineinstellen der Zugspannung, eine zum Einstellen des Anschlags am unteren Ritzel, eine zum Einstellen des Anschlags am oberen Ritzel und noch eine zum Einstellen des Umschlingungswinkels der Kette. Bei den verschiedenen Herstellern können die Anschlagschrauben an unterschiedlichen Stellen sitzen. Meist sind die Anschlagschrauben für den oberen und unteren Anschlag mit L und H gekennzeichnet. Wir beginnen mit dem Einstellen der H-Schraube für den Anschlag am unteren Ritzel. Dazu drehen wir die Schraube rein oder raus, so lange, bis das obere Schaltröllchen in Flucht mit dem unteren Ritzel steht. Als nächstes stellen wir den inneren Anschlag ein. Dazu drücke ich mit der Hand das Schaltwerk ganz nach innen und stelle mit der L-Schraube das Schaltröllchen exakt unter das größte Ritzel. Bevor wir im nächsten Schritt den Schaltzug klemmen, stellen wir sicher, dass der Schaltzug am Schalthebel in der ganz entspannten Position ist. Wir drehen die Feineinstellungsschraube nochmal 1,5 bis 2 Umdrehungen raus und fädeln dann den Zug ein. Wir achten darauf, dass der Zug richtig in seiner Führung liegt und dann klemmen wir die Klemmschraube fest. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo die Kette montiert wird. Wie das Ganze funktioniert, seht ihr in einem separaten Video. Grundsätzlich funktionieren die gezeigten Schritte alle auch mit montierter Kette und mit montiertem Zug. Allerdings hat man dann nicht ganz so gute Sicht auf die Schaltröllchen und Ritzel. Zum Feineinstellen der Schaltung schalte ich jetzt zuerst den Schalthebel um eine Position nach oben auf ein größeres Ritzel, bewege dann meine Kette und drehe dann die Feineinstellungsschraube gegen den Uhrzeigersinn so lange, bis die Kette auf das nächstgrößere Ritzel klettert. Falls der Verstellbereich der Einstellschraube nicht ganz ausreicht, schrauben wir diese wieder ganz rein, öffnen die Klemmschraube, ziehen den Zug nochmal nach und wiederholen dann nochmal die Schritte zum Feineinstellen. Wenn die Kette auf den unteren beiden Ritzeln sauber läuft, schalten wir auch mal komplett durch und überprüfen, ob die Kette auch auf allen anderen Ritzeln sauber läuft. Sollte die Kette nach unten zu etwas träge schalten, verringern wir die Zugspannung im Uhrzeigersinn am Einstellrädchen. Wenn sie nach oben etwas schwerfällig geht, erhöhen wir die Zugspannung im Einstellungsrädchen gegen den Uhrzeigersinn. Zum Schluss überprüfen wir noch den korrekten Abstand vom Schaltröllchen zum Ritzel. Dazu schalten wir aufs größte Ritzel und stellen dann mit der entsprechenden Schraube den Abstand zwischen Schaltröllchen und größtem Ritzel ein. Er sollte 6 mm betragen. So, wir haben jetzt hinten das Schaltwerk eingestellt. Es kann jetzt noch sein, dass es vorne am Umwerfer hakt. Wie ihr den einstellt, zeigen wir euch in einem eigenen Video.